Hallo Leute, da sind wir wieder. Es gab ein paar Probleme, der Nekro ist irgendwie rausgeflogen, da ist er aber wieder. Das heißt, es geht jetzt freudig weiter, eventuell. Ich mache hier nochmal eben schnell zwei Fackeln. Und dann haben wir zumindest schon mal welche. Immerhin wird es auch gerade wieder Tag. Also, hast du den Schwert gemacht, dann baue ich den Quatsch jetzt hier wieder ab. Ja, so ein Steinschwert habe ich hier. Hallo und schönen guten Tag auch bei mir. So, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil ich nicht weiß, was hier geht. Wo sind denn jetzt eigentlich unsere Türme? Da ist ein Turm. Und da ist auch ein Turm. Wir sind irgendwie fett im Kreis gelaufen, weil da sind auch irgendwie unsere Türme gewesen, habe ich schon gesehen. Da. Ja, jetzt müssen wir mal einen ganz kurzen Plan machen. Wo bist du denn jetzt erstmal überhaupt? Ich bin hier, über dir. Grüße, hinter dir. Ach da. Also von hier aus dieser Seite kommen wir her, ne? Ja. So. Und da drüben kommen wir wahrscheinlich auch her. Jetzt habe ich kein Schwert mehr. Ich muss mir schnell ein Schwert machen. Ja. Ja, dann das heißt, wo gehen wir lang? Ja, das ist eben die Frage, ey. Weiß ich nicht. Wir sind so im Kreis hier irgendwie. Wir sind einen riesen Kreis gelaufen. Aber wenn wir jetzt da unsere Türmchen sehen, dann bauen wir doch hier. Dann lass uns doch hier lang laufen irgendwie. Ja, dann gehen wir zurück zu unseren Türmchen, ne? Ja, irgendwie hier lang, genau. Hinter dir das Skelett. Ja, das könnte es ja bleiben. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Also ich will jetzt mal gucken. Hier unsere Türme. Na klar ist das hier unser Turm. Guck mal. Ja klar, andere Leute gibt es hier nicht. Also muss ja unser Turm sein. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, das sind ja hier alles unsere Türme. Ja gut, das weiß ich. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo es... Von wo sind wir denn gekommen? Guck mal da drüben. Was ist denn das da drüben alles? Das ist irgendwie so ein Pilzding. Keine Ahnung. Wollen wir da mal hin? Da müssen wir aber irgendwie einen Links haben, ne? Können wir halt ein Boot bauen, ne? Ja, das haben wir eins. Ich baue welche, ja. Sag mal eben kurz das Holz. Ordentlich Holz vor der Hütte hier, Leute. Da ist die Laune wieder ganz oben. Wieso? Ja. Haben wir was gefunden? Wo bist du denn? Nein, wir haben gar nichts gefunden. Aber man muss ja das Beste draus machen, ne? Also denke ich mir jetzt, scheiß drauf, wir bauen jetzt ein Boot und dann holen wir uns eine Flasche rum. Und dann läuft das wieder, du, das sag ich dir. Und dann bin ich bald wieder zurück nach Hause. So. Was ist denn jetzt hier los? Wo bist du denn jetzt? Da. Ja, ich sehe dich immer noch nicht. Ja, ich bin genau hier. Okay, wir müssen uns nur merken, dass da irgendwo unsere anderen Türmchen sind. Komm hier runter. So, pass auf. Ich baue jetzt zwei Boote. Zack. Ganz schön trostlos hier mit diesem Regen. Finde ich auch. Ich bin auch schon voll traurig, sehr depressiv. Ja, da wollen wir aber auch nichts finden, ey. Wir finden einfach nichts. Ja, wir finden wirklich echt überhaupt nichts. Hier ist dein Boot. Hier ist mein Boot. Ich fahre jetzt hin, Pilzen darüber. Wir schippern übers Wasser. Ich schippe übers Wasser. Ja toll, das ist voll die kleine Insel. Die kannst du dir auch in den Arsch stecken, Alter. Ja, wollen wir gar nicht anlegen, glaube ich, ne? Legst du da an? Ja, zu spät, ich bin. Ja. Was kann man mit diesen Riesenpilzen denn überhaupt machen? Die kannst du abbauen.
Und was haben wir davon? Ich glaube, die kann man zu irgendwas verarbeiten. Hast du eine Schaufel mit? Ja. Kannst du mal ein bisschen hier von diesem Zeug abbauen? Ich schipper hier noch ein bisschen durch die Gegend. Mützel, ähnlich wie Grasblöcke, eignen sich aber gut, um Pilze wachsen zu lassen. Oh. Das ist ja, der Pilz selber hier, oder was? Nee, das hier, das Zeug hier auf dem Boden. Na, was mit dem Pilz? Ja, den Pilz kannst du auch abbauen. Das ist doch für Riesenpilze. Okay, ich glaube, das hilft alles nichts. Ich glaube, wir sollten einfach erstmal wieder zurück zur Bude und dann vielleicht mal nochmal in eine andere Richtung laufen oder so. Weil ich das Gefühl habe, dass das hier irgendwie gar nicht funktioniert, oder? Also ich meine, wir sind jetzt hier eine Ewigkeit rumgelaufen und haben nach wie vor noch überhaupt gar nichts gefunden. Ja, es ist zum depressiv werden, das ist nicht so. Meine, vielleicht haben wir irgendwann Glück und unter der Erde irgendwie in irgendeinem Dungeon irgendein scheiß Zombie, der vielleicht mal irgendwann eine scheiß Möhre droppt oder irgendwie sowas. Aber das ist wirklich selten. Ja. So. Jetzt habe ich auch kein Boot mehr. Ich glaube, wir müssen da direkt rüber, ne? Weißt du noch, wo es... Ja, wir müssen hier auf diese Seite halt, ne? Also da sind unsere Türme da drüben. Ja, ich will aber noch einmal kurz hier... Da. Wo bist du denn jetzt? Ich bin auf der anderen Seite. Ach, da bist du. Scheißinsel. Ich will mal da kurz hin. Ich schöpfer übers Wasser. Da sind nämlich auch schon unsere Türme. Ja, super geil. Und ich bleib hier. Kannst du machen, was du willst. Kannst du auch mitkommen. Ja, ich habe kein Boot, Kollege. Warum nicht? Wieder... Wo soll ich denn das Boot her haben? Hey, warum kannst du auch einfach aussteigen aus dem Boot? Ja. Ja, warte. Ich bin ganz alleine. Wo komme ich denn jetzt? Ich brauche diesen Boot nicht raus. So. Wo bist du jetzt? Auf dieser Pilzinsel, ne? Ja, ich hänge hier so ab jetzt erstmal. Ein paar Pilze. Das ist schön Pilz, ne? Lecker, lecker. Eins geht auch klar. Eins geht auch klar. So ist es. Ein bisschen Leder habe ich hier, ein bisschen Wolle. Ach, nicht. Aber das ist alles so, es ist alles so, es ist so traurig. Wir haben nichts, wir finden nichts, wir haben nichts, wir sind nichts. Komm jetzt hier, ich baue dir jetzt ein Boot. Hier liegt ein Boot schon auf dem Boden, kannst du hier gleich mitnehmen. Und vor allem, wie kann ich denn da aussteigen? Ich fahre immer gegen die Wand und dann ist es kaputt. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Das hast du mein Crafting-Talent genommen, naja, gut, egal. Komm jetzt. Das kann man kann auf jeden Fall aussteigen, das weiß ich. Aber ich habe auch gerade überlegt, wie es geht. Ja, auf R3 geht das. Ach, okay. Ja, also ich fahre jetzt, geht's auf jeden Fall erstmal zurück nach Hause. Also es macht hier erstmal, glaube ich, keinen Sinn. Dass wir, ey, dass wir so unerfolgreich sind, das ist aber nicht zu fassen, ey. Ah! Ja, ich bin wieder gegen gefahren, alles klar. Ich nehme mir gleich noch die Schweine hier mit. Zack, 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 zack. Aber wir müssen ja jetzt eh kein Bord mehr haben hier. Nee, komm, wir gehen jetzt zurück zur Bude irgendwie, weil... Wir gehen jetzt nach Hause. Dann machen wir schön ein Bierchen auf, setzen uns vor die Kiste, zocken ein bisschen Minecraft. Ganz genau. Wir müssen da ja irgendwie rüber, glaube ich, sehe ich gerade. Zack, zack, zack. Bist du? Ich gehe zu unserem Türmchen. Komm. Ich weiß gar nicht, wo ist denn unser Türmchen?
Wieso bin ich denn jetzt hier? Weil ich auch einfach keine Karte habe hier. Hier sind Aber ein paar die brauchst du doch Kürbisse. gar nicht, du siehst doch die Türme. Guck mal, hier bin ich. Wo bist du denn? Ja, ich sehe dich da hinten, aber ich muss da erstmal hinkommen, Alter. Und ich glaube, hier oben war irgendwo auch ein Türmchen von uns. Ach, das ist doch echt zum Mäusemelken, ey. So ein Scheiß. Es ist zum Haare ausraufen. Es ist, Chris, es ist zum aus der Haut fahren. Also hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und wo ist. Ach, da sind die Türmchen, da geht's lang. Okay. Komm, bist du da, wo ich bin? Kommst du, siehst du mich? Mann, ich versuche hier irgendwie die Wand hochzukommen. Ich falle aber. Ich falle aber. Alter, ich Aber. raste hier gleich so aus. Ich Jetzt komm, ich schmeiß hier sehe dich. alles quer durch die Bude. Komm. Und dann fliegt's hier, dann kracht's hier. Das kannst du glauben. Rabaut macht's dann. Ah, und die Faxen dicke, jetzt bin ich hier schon wieder Ja, runtergefallen. ich gehe jetzt Ich auch sag nie mal, wieder was gibt's denn zurück. das? Das ist ja echt, das ist schon wieder. Ich könnte echt heulen. 3, 4 Folgen jetzt hier nur rumgeeiert. Liebe Freunde, es tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Das ist echt. Ich dachte, wir finden irgendwas. Wir finden hier gar nichts. Das ist echt zum Kotzen. Nee, wir finden hier überhaupt nichts. Wir finden hier Immer noch nichts. keine Möhre. Es sind jetzt 40.000 Folgen vergangen. Keine Möhre und kein NPC noch. Es ist einfach so. Ja, echt. Kein NPC drauf. Das wundert mich allerdings am allermeisten, ey. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Das kann nicht sein. Es muss immer irgendwo ein NPC drauf geben. Vielleicht gibt es das auch auf der PlayStation 4 einfach nicht. Doch, das gibt es, ey. Das kannst du sogar extra einschalten. Okay. Meinst du, dass es die richtige Richtung ist, die wir jetzt hier gehen? Ich weiß gar Ja. nicht, wo du überhaupt bist. Ich laufe den Türken hinterher. Ja, ich laufe auch den Türmchen hinterher, aber das Problem an der Sache ist ja, dass wir irgendwann im Kreis laufen, glaube ich, ne? Nee, aber nicht, wenn du hier Richtung Grün läufst. Also, das ist ja alles richtig. Ich bin auch schon wieder im Schnee. Ich bin auf dem Nein, richtigen wir werden gleich Wege. zu Hause. Ja, traurig, traurig, ganz ehrlich. Traurig, traurig. Noch nicht mal irgendwie guten Loot oder sowas, ne? Also außer ein bisschen Leder. Achso, den Tja. Türmchen ist auch eine gute Idee. Da findet man wenigstens wieder nach Hause. Es sei denn, man läuft im Kreis. Ja, dass es mit der Karte bei dir nicht so geklappt hat, das wissen wir Ja, die Karte ist mir scheißegal. Ich habe jetzt die Türmchen, die führen mich nach Hause. brauche auch wieder eine Karte. Ja, kannst du dir eine bauen. No Forest! Nach Hause! Ich sag's dir, du. Was natürlich das Gute an der Nacht hier ist, dass man dann zumindest die Türme ganz gut sieht. Ne? Ja. Ja, liebe Leute, es ist zum Weinen. Es Ich ist hoffe, ihr wirklich habt ein zum bisschen Weinen. Mitgehalten Aber ich bin jetzt und gleich habt zu noch nicht Hause, liebe aufgegeben. Freunde. Alles Habt wird es noch wieder nicht mit uns gut. aufgegeben. Was hast du dir? Du hast dich selbst aufgegeben? Ich hoffe, dass die unsere Zuschauer uns noch nicht aufgegeben haben. Nein, sicherlich nicht. Wir sind ja immer noch sehr unterhaltsam. Das darf man ja nicht vergessen. Hoffentlich. Ja, Naja, ich. gut. Eigenlob stinkt, aber ich sage mal so, ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause. Das ist schon mal etwas. Und die Folge ist langsam zu Ende. Sie neigt sich dem Ende zu. Ich sage mal Folgendes, Leute. Ich weiß nicht, was hier geht. Also, vielleicht laufe ich jetzt einfach mal in die andere Richtung, baue da mal ein paar Türmchen. Irgendwo wird ein NPC doch sein. Immerhin bin ich jetzt zu Hause. Das Hallo. Krokodil. Das Krokodil. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Bis bald. Tschüssi, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ich glaub,